Herzlich willkommen hier zu einer Folge vom Arsch. Wir machen heute Restarbeiten hier auf der Karte auf Feld Nummer 21. Das war noch ein bisschen was zu sehen. Machen wir gleich. Und das ist die Ecke und die andere Ecke noch. Und links an dem Feld. Da sehen wir weiter. Die Ausfahrt läuft auch weiter. Feld Nummer 18 und Feld Nummer 12. Und des Weiteren flügen sie noch auf Feld Nummer 6, einer und zwei auf Feld Nummer 4. So, die Ecke noch. Ja, der Herbst ist hier bald zu Ende. Ein Tag kommt noch und dann geht er los. Winter. Und da würde ich umstellen auf einen anderen Geomod und auf 6 Tage. Denn hier haben wir schon lange keinen Regen mehr gehabt. Gar nicht rum. So. Habe ich ein bisschen Fenster aufgemacht, ein bisschen frisch auch reinkommt hier. Doch ein bisschen kühler geworden draußen als hier drinnen. Draußen hier 26 Grad laut Thermometer und hier drin sind 28. Doch ein bisschen angenehmer. So, das passt. Mittelstellung. Dann geht's zurück zum Hof. Jetzt müssen wir flügen alle mit durch. Bis auf die beiden, die dabei sind. Ist hier auch nochmal Weizen rein. Kann der andere hier, der auffällt im Rohr 18 ist, dann gleich her und dann Weizen aussehen. Und der andere ist ja auf Feld Nummer 12 unterwegs. Ein bisschen größer, der dauert ein länger. Die werden wir auch mal hinstellen zum Waschen und Reparieren. In der zweiten Reihe. Passt schon irgendwie. So. Hier bricht die Performance ein. Mal gucken, was die Tiere sagen, ne? So. Naja, das ist auch schon ganz schön. Also hier eine Stall ist übrigens schön voll. Da werden wir jetzt umstallen. Diesen Stall reinbringen, ne? Das sind die. Ah, das ist der andere schon. Gut, das passt. Hier sind 17 Tiere neu. Futter ist dann gut. Können wir auch umstallen. So. Wir müssen nur einen LKW finden. Einer war vor Ort hier und der andere war. Ah, da war noch ein Schlachthof gewesen. Den brauchen wir sowieso. Und die Abstände eingehalten, jetzt geht's. Okay. Das ist der weiße LKW. Das ist jetzt hier im Hof. Das sehe ich. Das Mist. Das können wir auch verkaufen. Das können wir verkaufen. An die BGH. Mal was reinkriegen. Könnte schon sein, dass nicht passt, nicht reingeht, aber. 51 Tonnen, ein so schwerer Ding. Und einer ist fertig. Das ist typisch. Aber das hat Vorrang. Das hat Vorrang, weil
die aus hat, möchte ich gerne noch die Nacht fertig haben. So, dann geh du auf Dünger, wenn wir haben, ne, reicht uns nicht. Auf 21. Nacharbeiten? Ja, gut. Ja. Geht der Ecke mit der Pest. Verluste. Das können wir nicht erlauben. Uns nicht erlauben. Ne? Uns, ich. Naja. Ihr wisst, wie das meint. 30 km/h, Wahnsinn. Wir müssen mal den löschen und neu aufladen. Diesen Mod. Ob er dann vielleicht 18 km/h fährt. Aber ich vergesse es garantiert nicht wieder. Aus den Augen, aus dem Sinn. Der Wald ist weg, ne? Ein paar Bäume liegen noch. Baumstämme. Könnte man auch zum Feld machen, ne? Ja, theoretisch. Dann nur eine Stumpen wegfräsen. Aber irgendwann schon. Schnell hinkriegen. Im Winter haben wir ja Zeit. Ja, genau. Gehen wir auf 5, dass die BGH dort entsprechend auch verarbeitet mit ganze Silage. Und kriege kein Mist rein. So. Da vorne war fertig. So, dann fahren wir Richtung Hof, Dünger einladen und Saatgut. Und im Winter mal richtig darum kümmern, dass die BGH leer wird, ne? Da bauen wir eine Fabrik auf oder 102 und dann können wir uns entsprechend da voll schmeißen, ne? Die beiden Ställe können weg, die sind leer. Schweine sind im Schlachthof. Und da kann ich mal richtig den Schwung Leder verkaufen. Bei Gelegenheit. So. Die Lagebar. Nein, das bauen wir auf das Futter. Dann können wir auch voll tanken. Ah, wo? Brauchen wir nicht. Erstmal Dünger rein und es ist dunkel hier, ne? Hier auf 1. So. Zu weit gefahren. Lieber nachts schlafen und dafür ein Taxi auf 1. Gerade bei 3 Tagen und so, das ist schon. Wenn jetzt 2 Tage mehr wären, also 6 Tage insgesamt, dann hätte man sagen können, okay, kann auch 5 werden. So, gleich auf die 21. Na, das war jetzt eine verkehrte Taste. Wollte zumachen, nicht auf. So, alten Kurs löschen und dann Kursgenerierung. Na, da mache ich 3. Das
Später werden wir hier mal auch wieder Gras reinbringen, aber jetzt mal, Weizen. War jetzt der andere schon? Gute Hälfte. Hälfte ist gut. Der flügt noch eine Weile und die auch. Uiuiui. Jetzt vor. Ah, die Schräge. Ah, ja, okay. Das heißt, jetzt geht es hier weiter. Ich dachte schon. Kaputt. Okay, das läuft. Dann können wir uns den Mist kümmern, ne? So, Seefutzi. Was für ein Duft. Kein Geruchskomputer haben, ne? Wie der April-Scherz mal war. Hab ich gleich vorgestellt gehabt, Mensch, das kann ja Grasmähen mal noch schön sein, ne? Aber hier so Mist und so, ja. Geht nicht viel rein, 100.000 geht rein. Können wir gleich auf 5 stellen. Oder auf 15 ganz kurz. Sonst kriegen wir den Mist nicht los. Nee. Keine Silage aufnehmen, bitte. Gehen wir runter auf. Nee, runter. Auf 1. So, rüber zur Kühe, die haben Mist, ist auch so Mist. Hohe Arbeit. Deswegen ist auch ein Grund, warum ich auf 6 Tage hochgehe, da haben wir mehr Zeit. Wo die Kühe auch mit 6 Tagen mehr Mist produzieren, ne? Glaube ich jedenfalls, ob das so ist. Hat Anhänger ist da, gut, okay. Kann der alle Ruhe voll machen und wir fahren und das sind schon mal Kühe und Schweine. Müsste ich mir nach vorne ziehen, da muss man nicht so viel rangieren, ne? Da müsste schon eine Pyramide hier.
So, das dauert eine Weile, wir machen gleich mal rübersondern und dann die. Ich kann mit Problemen gucken. Ja, vier Anhänger anhängen und dann weg damit. Vier Anhänger anhängen und dann geht das los. Kühe wollen auch zu ihren Brüdern und Schwestern. So, Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's weiter hier. Der Marsch mit ja, Kühe umstellen. Tschüss.